Okay, zeig doch mal an, dass ich da irgendwo eine T-Sicherung finde. Da hinten? Warum denn da hinten? Ich muss ja mein Automatikgewehr mal ausprobieren. Das ist 12 Schuss Automatikgewehr, okay. Ich hab wieder Durst, schon wieder Durst. Schon wieder bin ich handlungslos überfüllt. Warum? Ich schlepp natürlich auch ein paar Pumpguns mit mir rum. Okay, pass auf. Die nehme ich nochmal hinzu und die schmeiße weg und die schmeiße weg.
Bild, da steht doch gar keiner. Ich mag die Automatik-Knöpfe. Jetzt kriege ich Husten-Anfälle, toll. Ich würde jetzt natürlich noch gerne den nicht mehr vorhandenen looten. Bauer eine T-Sicherung. Okay, wo muss ich da hin, um die zu bauen? Wieder komplett zurück. Gut. Ja. Dann fallen wir in der See. Okay. Oh, 21 Kronknochen. Ich habe mich eben verschluckt, das ist ein bisschen fies. So, wieder rein ins Krankenhaus. Na, bist du wieder da? Genau. Damit ich in die Mitte komme. Stationiert sind sie in der Feuerwache Charleston. Die Feuerteufel müssen erfahren, dass der Impfstoff bereit ist. Falls sie es nicht geschafft haben, brauchst du ihre Waffen, um zu überleben. Deswegen konnte ich die Quest nicht erfüllen. Okay. Alles klar. Mein Rüstung sollte ich auch mal wieder reparieren. Also jetzt zur Feuerwache, wo ich eben einfach mal 5 Minuten so rumgerannt bin, ohne zu wissen, was ich da tue. Ja. So, die Feuerwache war doch auch nicht so weit weg, oder? Ist sie gar nicht aktiviert? Ach, ich habe gar keine Quest aktiviert. Daten. Hauptquest. Durchs Feuer gehen.
Ich glaube, die war gar nicht so weit weg. Da, glaube ich, war auch eine Rüstungsbank. Ja, da war eine Rüstungsbank. Kann ich da mein Zeug wieder reparieren? Und sagt, danke. Was schießt da? Ich war das nicht. Supermutant? Oh, Supermutant. Ich hab ein rotes Schild angeguckt, das war kein Supermutant. So, Moment, da muss ich so reingehen. Treibt die Verbrannten zurück. Legt die Feuerteufel, ja. Bewerber bitte im Prüfungsraum. Melden. So, jetzt aber. Komm. Quest, lass mich nicht im Stich. Immer noch nicht. Kommen Sie zur Elite der Responder. Kommen Sie zu den Feuerteufel. Ja, will ich ja. Greifen Sie auf ein beliebiges Terminal zu, um zu beginnen. Gut, ich nehme jetzt dieses hier. Das ist ein beliebiges Terminal Nummer 1. Das hat dementsprechend einen Fehler. Okay, ich darf mich nicht den Feuerteufeln anschließen. Das ist nicht schön. Dann benutze ich jetzt wenigstens die Werkbank von denen, um meine Rüstung zu reparieren. Über hier irgendwo. Da. Mögen Sie es gerne heiß, bitte. Dann kommen Sie zu den Feuerteufeln. So, ich kann nichts davon reparieren? Warum nicht? Was fehlt mir? Kleber. Mir fehlt Kleber. Das gibt's ja nicht. Die Verbrannten zurück. Legt die Prüfung der Feuerteufel ab. Meldet euch heute an. Tja, was soll man da machen? Die Quest geht bei mir nicht. Schade. Gut, dann. Dann weiß ich auch gar nicht. Feuerteufel, Bewerber, bitte im Prüfungsraum melden. Hallo. Im Prüfungsraum melden? Okay. Hallo. Ja. Die von der Einheit ausgegebene. Was für eine Einheit?
Und die geben einem ja nichts hier. Frequenz aktiv. Übung zur Liquidierung im Rahmen von Geheimoperationen der Defense Intelligence Agency eingeleitet. Juliet, Alpha, Golf, Echo, Nora Arte auf Anmeldung der erforderlichen Agentenanzahl. Hallo Leute, hier spricht Jeff Nakamura von den Respondern. Kommen wir haben unser Lager in Flatwoods aufgeschlagen. Vorräte, medizinische Behandlung und Überlebenstraining an. Feuerteufel, greifen Sie auf ein beliebiges Terminal zu. Hallo Leute, hier spricht Jeff Nakamura von den Respondern. Wir haben unser Lager in Flatwoods aufgeschlagen und bieten Vorräte, medizinische Behandlung und Überlebenstraining an. Ihr findet uns in der Kirche gegenüber dem Gasthaus in Flatwoods. Und die scheint noch verbuggt zu sein. Ja, die. Schwarzes Titan habe ich? Okay. Bio-Kompresse. Ja, gut. Wahrscheinlich muss ich die ganzen Zettel hier finden, ne? Hier streuen halt wieder der Mole irgendwie rum. Ne, ja. Das macht hier ein dicker fetter Supermotor. Letztlich gibt es da fällt ja einfach eine hübsche Feuerwaffe. Lage, Normal, Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Mögen Sie es gerne heiß, dann kommen Sie zu dem Feuerteufel. Treibt die Verbrannten zurück. Leg die Prüfung der Feuerteufel ab. Meldet euch heute an. Warum auch immer. Na, einfach mal. Die Jungs kommen. Das macht jetzt einfach auch. Sonnenbrille weg. So, kann ich auch gleich hier wechseln? Nee. Modifizieren und reparieren. Reparieren kann ich tatsächlich nichts. Das habe ich wieder. Nochmal anpassen, gleich auch. Fleischmatronen. Fleischstoff, Eintopfreserve, ja, gleich mitnehmen. So, ich habe. Wahrscheinlich muss ich diese ganzen Zettel finden. Vermute ich jetzt mal. Versuche ich mal Glück, ob ich Zettel finde. Und die Jägervorbereitung, die mache ich mal, die aktiviere ich mal.
Hallo. Feuer, Teufel, Bewerber, bitte im Prüfungsraum melden. Viel Erfolg bei der Ausbildung, Bewerber. Das würde ich gerne. Aus Ihnen machen wir noch einen waschechten Feuer, Teufel. Falsch ausgedrückt. Du kannst Feuerteufel werden, ich will ja den Sponsoren beitreten. Mach die Tür auf. So, hier war nichts mehr. Zettelagen. Dachterrasse. Okay, dann so mal her. Nochmal. So, das war nun das Dach. Kommen Sie zur Elite der Responder. Kommen Sie zu den Feuerteufeln. Greifen Sie auf ein beliebiges Terminal zu, um zu beginnen. Tja, wenn hier keine Sachen, keine Zettelage mehr liegen, das kann eigentlich auch nicht sein mit der Zettelage, oder? Wenn ich jetzt überlege. Nee, wenn das, da kann ja jeder Spieler das immer wegnehmen. Wäre dann auch nicht Sinn der Übung. Gemütliches Kissen. Immerhin. Kann sich den Weltuntergang ja auch nochmal gemütlich machen mit einem gemütlichen Kissen. Ich habe schon alles durchsucht hier. Ist nichts mehr. Es ist einfach nichts mehr. Das jetzt eventuell? Ja! Oh, Wahnsinn. Okay, der Tunnel, den Sie durchqueren, füllt sich mit einem eigenartigen Gas und Sie haben... Ja, Artenschutz gesehen. Was tun sie? Ich zünde Stacheln an. Ich wege mir in eine höhere Position.
Ich verlasse den Tunnel. Während Sie ein verrauchtes Gebäude durchqueren, fällt Ihr Anschluss. Welches der folgenden Gegenstände ist der beste Ersatz? Eine Tasche oder Sache? Was mit Wasser getränkter Lappen? Ein anderer Vater hat sich verbrannt. Der entsprechende Bereich ist schmerzempfindlich. Es haben sich aber keine Blasen gebildet. Sie haben einen kühlenden Kompress angelegt. Was sollten Sie als nächstes tun? Die Verbindung mit Sabotage von der Verbindung mit Erde bedecken, einen Druckverband über die Wunde anlegen. Mit sauberen Fantagen verbinden, wegen Entzündung und so. Während der Erkundung des eingeschossenen Bergfeldes blinkt Ihr Teamleiter diesmal schnell mit der Sicherheit. Was bedeutet das? Sofort umkehren, vermute ich mal. Ich habe es leider nicht gelesen. Eines der Mitglieder des Trupps ist an einer Schlacklunge erkrankt. Welche der folgenden Zutaten könnte zusammengekocht als Hilfsmittel verwendet werden? Aschrosen, zwei Fäule. Oh, zwei Fäule. Sie treffen auf eine mit Knüppel beworfene Gruppe, deren Mitglieder am Brandvirus erkrankt sind. Wie lautet die einzige Akzeptanz, die ihnen zu begegnen? Angreifen mit den Schlangen außer Gefecht setzen, zurückziehen und aus der Distanz mit Schusswaffen angreifen. Anschleichen und in lautester Kehle durchschneiden. Sie haben einen am Brandvirus erkrankten Mann gefangen genommen, den sie als ihren alten Jugendfreund wiedererkennen. Was tun sie? Und möglichst schnell den Tod bescheren. Antworten verarbeiten. Ergebnis anzeigen. Oh, ich habe 7 von 7 Fragen richtig beantwortet. Okay. Wo muss ich hin? Dahin muss ich hin? Na gut, dann mach ich die Schnellreise über Charleston, über den Fluss eben schnell. Für alle Responder. Aufgrund von ausschwärmendem Ungeziefer ist eine sofortige Evakuierung der First Friends Kirche in Charleston erforderlich. Bei Grabungen in diesem Bereich sind wir auf einiges an Zeug gestoßen, das gut ausgerüstete Mitglieder mit dem entsprechenden Training bergen können. Zivilisten sollten sich fernhalten, solange die Glocke läutet. Ich mir den Hals. Scheiß Maulwurf.
So, wie komme ich da hoch? Was ist du denn jetzt für ein Problem? Was, bin ich jetzt taub? Ach nein, ich bin nicht taub. Ich habe Schaden gewaltig. Wahrscheinlich direkt der Fitness-Test hier, wa? Prüfung beginnt in 15 Sekunden. Prüfung eingeleitet. Ersten Kontrollpunkt aktivieren. So, okay. Kontrollpunkt aktiviert. Nebenbei noch. Was? Dass ich noch einen Kontrollpunkt nebenbei aktivieren muss, aber. Kontrollpunkt aktiviert. Rückkehr zum Start. Scheiße. Ich hab keine Munition mehr. Total die Orientierung verloren.
Tja. Ist ungünstig, dass ich auch nur gar keine Munition mehr habe und so. Werkbank oder so, dass ich was mal eben herstellen kann. Oder ein Verkaufsautomat meinetwegen. Sieht nicht so aus. Doch gerade deaktiviert oder was? Das ist schon wieder so weitläufig. Muss ich noch irgendwo noch einen, vielleicht einen Produktionstisch, einen Waffentisch, irgendwas? Nichts.
runter. Wenig hoch hier. Okay. Treffen tut den überhaupt nicht. Loot. So, ich glaube, dann nehme ich noch mal ein bisschen Red Away verdünnt auf eine Krafttaste. Ja, besser war das. Mich führt irgendwie keine Quest hier rein, aber muss ich mal rausfinden. So, ich glaube, die Dingszeit ist auch gleich zu Ende. Ne? Lange dauert es nicht mehr. Bis um 2 werden die Server offen. Und dann habe ich meine 4 Stunden auch schon fast wieder voll mit dem Spiel. Man entdeckt immer was Neues. Wahnsinn. Immer was Neues. Hi. Schere.
glaube, da mache ich es einfach. Dann reise ich jetzt zu meinem Base zurück. Wo ich gerade feststelle, ach, da hinten habe ich sie gehabt. Mein Camp, genau. Eine Reise zum Camp. Du bist überladen, natürlich. Was sonst? Geh weg. Die hinzufügen. Kann ich jetzt? Ne, immer noch nicht. Kleidung. Metallrüstung. Ja. Dann kommt die weg. Revolver weg. So, jetzt darf ich wieder, ne? Jetzt darf ich. So, da hinten zum Camp will ich. Schnellreise. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich verdurste. Kann ich denn jetzt noch irgendwas anderes bauen? Fällt mir gerade so auf. Ja, so, Z. Hüldenwände, Blaupausen, das habe ich ja alles. Ich will jetzt quasi Herstellung. Herstellung kann ich ja so ein kleines Kochfeld bauen. Leider noch nicht diese Laborstation und so. Schlusshammer.